Liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, es freut mich sehr, dass ich Ihnen heute etwas zum Bronchialkarzinom berichten darf. Mein Name ist Sascha Rothschild, ich bin leitender Arzt der medizinischen Onkologie hier am Universitätsspital Basel und Leiter des Zentrums für Lungentumore. Ja, wieso ist es überhaupt wichtig oder ein Thema, das in dieser großen Runde besprochen werden soll? Ich möchte hier einen ganz kurzen Ausflug in die Epidemiologie machen und ich habe Ihnen die aktuellsten Zahlen aus der Schweiz mitgebracht. Wir haben jährlich rund etwa 4.500 Neuerkrankungen in der Schweiz, Patientinnen und Patienten, die neu an einem Bronchialkarzinom erkranken. Das ist etwas häufiger bei Männern nach wie vor als bei Frauen. Sie sehen auch den Trend über die letzten Jahrzehnte. Wir haben eine deutliche Abnahme der Inzidenzzahlen bei den Männern. Bei den Frauen ist das noch etwas verzögert. Wir haben jetzt in der letzten Phase 2013 bis 2017, die erhoben wurde, sehen wir auch eine gewisse Stagnation bei den Neuerkrankungen. Das hat im Wesentlichen natürlich damit zu tun, wann die Rauchprävention dann wirklich gut gegriffen hat und wann weniger Menschen geraucht haben. Sie sehen aber auch, und ich glaube, das ist eine der wichtigen Aussagen, dass nach wie vor die Mortalität am Lungenkrebs, am Bronchialkarzinom sehr hoch ist. Wenn Sie sich die Zahlen hier anschauen, dann haben wir doch über 3000 Patientinnen und Patienten, die jährlich in der Schweiz an einem Bronchialkarzinom versterben. Ich möchte Ihnen zeigen, dass wir in den letzten Jahren sehr viele Fortschritte gemacht haben. Ich möchte beginnen mit der Früherkennung oder dem Screening, weil da gibt es doch einige Neuerungen, die von Bedeutung sind und die vor allem jetzt auch für die nächsten Jahre, denke ich, bedeutungsvoll sein werden. Und ich möchte Ihnen so etwas einen Überblick über die moderne über die modernen Behandlungsmöglichkeiten beim Bronchialkarzinom geben. Ja, warum ist die Mortalität nach wie vor so hoch? Die Prognose, das ist hier noch einmal zusammengefasst. Wenn wir über alle Patientinnen und Patienten schauen, dann ist die Wahrscheinlichkeit, 5 Jahre nach Diagnose eines Bronchialkarzinoms noch am Leben zu sein, die liegt nur bei etwas über 20%. Warum ist das so? Das hat im Wesentlichen damit zu tun, dass insbesondere die Prognose bei den sehr fortgeschrittenen Stadien im metastasierten Stadium eben sehr ungünstig ist. Unter 10% der Patienten, die ein metastasiertes Tumorleiden haben, haben eine 5-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit eben unter 10%. Die Prognose ist besser bei den lokalisierten Stadien. Und das ist natürlich der Ansatzpunkt, wieso wir uns über ein Screening-Programm Gedanken machen sollen, weil das große Problem beim Bronchialkarzinom ist nach wie vor das, dass eben ein großer Teil, Sie sehen, dass über 50% der Patientinnen und Patienten eben in einem metastasierten Stadium diagnostiziert werden. Und wenn wir auf die lokalisierten Karzinome schauen, lokalisiert bedeutet, wir haben einen Primärtumor in der Lunge ohne Lymphknoten und ohne Fernmetastasen, dann sind das eben unter 20%. Und wenn wir es schaffen, diese Verteilung zu ändern, dann mit den Zahlen, die Sie hier drüben eben auch sehen, mit der besseren Prognose bei den frühen Stadien, dann wird es möglich sein, insgesamt die Prognose auch zu verbessern. Nun, was hat sich getan auf dem Gebiet der Früherkennung oder des Screenings? Ich möchte Ihnen hier eine ganz relevante Studie vorstellen. Das ist eine europäische Studie, vor allem aus den Benelux, in den Benelux-Staaten durchgeführt. Und diese Studie hat eine Risikopopulation definiert, die für diese Screening-Studie qualifiziert hat. Und die Risikopopulation war definiert als Menschen zwischen 50 und 74 Jahren, die eine Raucheranamnese hatten von, Sie sehen das hier, über 10 Zigaretten pro Tag während der letzten 30 Jahre oder über 15 Zigaretten täglich während der letzten 25 Jahre. Und falls diese Menschen bereits mit dem Rauchen aufgehört hatten, dann durfte das nicht länger als 10 Jahre her sein. Und was hat man untersucht? Man hat untersucht ein jährliches CT-Screening, respektive ein CT-Screening im ersten, zweiten, vierten und nach 6,5 Jahren und hat das randomisiert untersucht zu keinem Screening, also war ja bisher der Standard, kein Screening durchzuführen. Und die Frage war, können wir die lungenkrebsspezifische Mortalität nach 10 Jahren reduzieren?
Das erste Ergebnis, und das nimmt nochmals Bezug auf meine vorherige Folie, was Sie hier sehen, ist, dass es zu einer deutlichen Veränderung der Stadienverteilung gekommen ist in dieser Studie. Sie sehen das hier, wenn wir uns hier die frühen Stadien, Stadien 1 anschauen, dann haben wir hier im Screening-Arm nun plötzlich 50%, die in einem Stadium 1 diagnostiziert wurden, gegenüber unter 10% eben im Kontrollarm. Und Sie haben das dann zusätzlich noch mit Daten aus dem niederländischen Krebsregister verglichen und konnten auch dort zeigen, eine signifikante Zunahme von frühen Stadien und eine Abnahme von späten Stadien. Nun, wie sieht es mit dem primären Endpunkt oder eben der Reduktion der 10-Jahres-Mortalitätsrate aus? Sie sehen hier, das Risiko, an einem Bronchialkarzinom zu versterben, konnte deutliche 25% oder 24% bei Männern und 33% bei Frauen gesenkt werden, was ein hochsignifikantes Resultat ist. Wir haben schon frühere Screening-Studien gesehen und das größte Problem bisher war eigentlich die hohe Rate an falsch positiven Befunden im CT-Screening. Das konnte deutlich verbessert werden in dieser Studie mit modernen CT-Untersuchungsmethoden und vor allem mit modernen Auswertkriterien, sodass nun auch wieder über eine Einführung eines Screening-Programms für eine Risikopopulation anhand der Definitionen, die Sie hier sehen, in der Schweiz diskutiert wird. Momentan ist das noch nicht etabliert, aber die Diskussionen darum laufen und ich bin ziemlich sicher, dass wir hier in den nächsten Jahren dann eine Umsetzung auch für die Schweiz sehen werden. Nun, die Behandlung des Bronchialkarzinoms, ich versuche das kurz zusammenzufassen, im frühen Stadium, das heißt Stadium 1, das sind eben, wie ich gesagt habe, Tumoren ohne Lymphknoten oder Fernmetastasen, ist der Behandlungsstandard die Chirurgie, die Resektion, alternativ für Patienten, die nicht operabel sind, aus funktionellen Gründen in der Regel oder aus Gründen der Komorbidität, ist eine stereotaktische, also eine hochpräzise gezielte Bestrahlung eine gute Alternative. Bei Patienten, die etwas größere Tumoren haben oder die einen Befall der hilären Lymphknoten haben, das wäre ein Stadium 2b mit einem N1, also Lymphknotenbefall ipsilateral hilär, ist der Behandlungsstandard ebenfalls die Operation. Aber hier wissen wir, dass wir das Rezidivrisiko und auch die Gesamtprognose signifikant verbessern, wenn wir eine adjuvante Chemotherapie geben. Das sind 4 Zyklen einer Chemotherapie nach der Operation. Die lokal fortgeschrittenen Stadien, das ist eine heterogene Gruppe, weil das umfasst sowohl Tumoren, die sehr groß sind, über 7 cm, oder Tumoren, die eine Infiltration zeigen ins Mediastinum, in die großen Gefäße, oder, das sehen Sie hier rechts in der Abbildung, das sind Tumoren, die einen mediastinalen Lymphknotenbefall haben, einen sogenannten N2-Befall, das sind die mediastinalen, ipsilateral mediastinalen Lymphknoten. Hier braucht es ein multimodales Behandlungskonzept, das in einem multiprofessionellen und interdisziplinären Team abgesprochen wird. Es gibt die Möglichkeit einer neoadjuvanten Chemotherapie, gefolgt von der Operation, oder einer kombinierten Radiochemotherapie, gefolgt von einer Immuntherapie. Wir haben uns das in vielen Studien, die wir in der Schweiz durchgeführt haben, auch angeschaut und wir konnten über die letzten Jahre zeigen, dass mit einer neoadjuvanten Vorbehandlung und einer Chirurgie wir doch eigentlich ganz gute Resultate haben, auch bei diesen lokal fortgeschrittenen Karzinomen mit einer 10-Jahres-Überlebenswahrscheinlichkeit von knapp 30%. Das kann weiter verbessert werden, indem wir diese Patienten neu auch mit einer Immuntherapie behandeln. Wir haben gerade jetzt eine Studie abgeschlossen, wo wir jetzt als eine der ersten Studiengruppen weltweit zeigen konnten, dass eine Immuntherapie in der neoadjuvanten Situation, also vor der Operation, die Prognose noch einmal deutlich verbessert. Sie sehen das hier, wir haben knapp 3/4 der Patienten, die nach einem Jahr nach der Operation noch rezidivfrei sind. Für das metastasierte Stadium, und das ist eben, wie ich Ihnen gezeigt habe, leider nach wie vor die Mehrzahl der Patienten, das heißt Patienten mit Fernmetastasen, da haben wir verschiedene Optionen einer palliativen Systemtherapie. Und hier ist es wichtig zu verstehen, dass wir, wenn wir von Bronchialkarzinom sprechen, eben eine
große Gruppe verschiedener Erkrankungen darunter verstehen. Rund 85% der Patienten haben ein nicht kleinzelliges Bronchialkarzinom. Sie wissen, die kleinzelligen Bronchialkarzinome haben eine nochmals deutlich schlechtere Prognose. Und bei den nicht kleinzelligen Bronchialkarzinomen unterscheiden wir anhand der Histologie verschiedene Subtypen. Der häufigste Subtyp ist das Adenokarzinom der Lunge. Nun, wir haben zudem in den letzten Jahren gelernt, dass auch diese Unterteilung eigentlich nicht ausreichend ist, weil wir heute basierend auf molekularer Diagnostik anhand von bestimmten genetischen Veränderungen, Mutationen oder Gentranslokationen nochmals eine große Vielzahl von Unterformen unterscheiden können, was vor allem für das Adenokarzinom von großer Bedeutung ist, weil wir heute einige dieser genetischen Veränderungen spezifisch mit sogenannten zielgerichteten Therapien behandeln können. Auch beim Plattenepithelkarzinom kennen wir bestimmte genetische Veränderungen in den Tumorzellen, die eben regelmäßig zu finden sind, wenn man diese molekulare Diagnostik macht, die heute beim Adenokarzinom, weil sie therapierelevant ist, zum Standard gehört für alle Patientinnen und Patienten, die ein metastasiertes Tumorleiden haben. Ein sicherlich großer Fortschritt der letzten 5-6 Jahre in der Behandlung des metastasierten Bronchialkarzinoms war die Einführung der Immuntherapie, und wir haben heute einen Teil der Patienten, die wir ohne Chemotherapie mit einer alleinigen Immuntherapie behandeln können. Und Sie sehen hier im Vergleich zu den Zahlen, die ich Ihnen initial gezeigt habe, dann gibt es einen Teil der Patienten, die doch eine längerfristige Krankheitskontrolle und auch ein längerfristiges Überleben haben. In dieser Studie ein Drittel der Patienten, die nach 5 Jahren trotz metastasiertem Tumorleiden noch am Leben waren. Das gilt vor allem für Patienten, die eine sogenannte hohe PD-L1-Expression haben. Das ist ein Zeichen dafür, dass das Tumoren sind, die eben besonders gut auf eine Immuntherapie ansprechen. Und dann habe ich Ihnen vorhin schon gezeigt, eben diese molekulare Charakterisierung, die wirklich ganz wichtig ist. Und dieses Dia soll Sie nicht erschlagen, aber es soll Ihnen zeigen, wie komplex und wie vielfältig die Behandlung des Bronchialkarzinoms geworden ist, weil abhängig davon, welche molekulare Veränderung wir finden, und das sind teilweise sehr, sehr seltene Veränderungen, wie Sie hier sehen, andere sind häufiger, haben wir heute für viele, viele dieser molekularen Veränderungen zielgerichtete Therapien. Das sind sehr häufig orale Therapien, sogenannte Tyrosinkinase-Inhibitoren, die ganz gezielt auf diesen durch die genetische Veränderung aktivierten Signalweg in der Tumorzelle eingreifen. Ich habe versucht, Ihnen zu zeigen, dass die richtige Diagnostik und dann die Therapie des Bronchialkarzinoms heute wirklich eine interdisziplinäre Herausforderung ist. Ich stehe hier als medizinischer Onkologe, aber letztendlich nur als Vertreter einer Vielzahl von Disziplinen, die wir heute brauchen, um eine gute Diagnostik zu machen. Ich habe Ihnen gezeigt, wie wichtig die molekulare Diagnostik ist. Die Pathologen haben hier eine ganz zentrale Rolle. Und dann eben dieses multimodale Behandlungskonzept. Wir besprechen alle unsere Patienten im Rahmen unseres Tumorboards, das einmal wöchentlich stattfindet. Und ich glaube, das ist das, was es heute braucht, um jedem individuellen Patienten oder jeder individuellen Patientin mit einem Bronchialkarzinom die bestmögliche Therapie zur Verfügung stellen zu können. Damit möchte ich mich bei Ihnen sehr herzlich für Ihr Interesse und Ihre Aufmerksamkeit bedanken und stehe Ihnen jetzt nachfolgend in der Diskussionsrunde oder sonst auch gerne per E-Mail für Fragen zur Verfügung. Also auch hier eindrückliche Entwicklungen in den letzten Jahren. Vielen Dank, Sascha, für diese wunderschöne Übersicht über dieses Thema. Und jetzt gehen wir zur Diskussion über. Ja, gut. Ich glaube, zwei Sensationen kann man, wenn man Blick wäre, würde man zwei große rote Titel schreiben. Erstens, wir brauchen ein Screening. Und zweitens, Immuntherapie, das bringt's. Zum Screening, ich meine, wie würdest du Kosten, Durchführbarkeit einschätzen in der Schweiz, dass das jetzt beim Mammakarzinom erlebt, die ewigen langen Diskussionen, jetzt bringt es was. Man braucht hier immerhin CTs, ziemlich viele.
Ja, ich sage, wichtige Frage und vielen Dank für die konzise Zusammenfassung des Vortrags auf diese zwei Punkte. Ja, die Frage des Screenings wird beim Bronchialkarzinom ja auch schon sehr lange diskutiert. Ich habe es kurz erwähnt, die wirklich erste große positive Studie mittlerweile vor zehn Jahren publiziert. Das größte Problem im Screening beim Bronchialkarzinom ist halt die Rate an falsch positiven Befunden. Wenn du ein CT machst, das ist eine Risikopopulation, das ist ja noch was wichtig. Also es ist nicht ein bevölkerungsbasiertes Screening, sondern es ist ein Screening für Risikogruppen. Raucher, Alter 55 bis 70, je nachdem in welcher Studie. Und wenn du da halt schaust, dann hast du ja sehr häufig irgendwelche kleinen pulmonalen Befunde, die haben... können postinfektiös sein, die haben vielleicht irgendwelche Vernarbungen. Und das war lange das ganz große Problem. Und in der ersten Studie, die auch positiv war, eine Reduktion der Lungenkrebsmortalität gezeigt hat, war die Rate falsch positiver Befunde im CT 90%. Und das zieht natürlich dann viele nachfolgende Untersuchungen nach sich, viele auch invasive Abklärungen, Bronchoskopien, Punktionen, etc. Und natürlich auch die psychische Belastung für die Patienten. Nun, der Fortschritt, der passiert ist jetzt, und darum war wirklich auch diese Nelson-Studie, die europäische Studie, so wichtig, ist, dass es heute bessere Algorithmen gibt, um die CTs zu interpretieren. Also man macht heute nicht nur eine zweidimensionale Ausmessung von Rundherden in der Lunge, sondern man kann Volumetrien machen. Zudem haben wir bessere Guidelines auch entwickelt und wir haben das, ja, machen das auch bei uns, nicht im Rahmen des Screenings, aber wenn wir solche Zufallsbefunde im CT finden, in welchen Abständen man einfach nochmals ein CT macht und verlaufskontrollieren kann. Und ich glaube, dadurch haben wir einen großen Fortschritt gemacht. Und wie du richtig gesagt hast, ich glaube, die Diskussion auch in der Schweiz muss jetzt wirklich sehr ernst geführt werden im Hinblick auf die Einführung eines solchen Programms, weil es ist jetzt mit zwei großen Studien belegt, dass wir mit einem CT-Thorax bei dieser Risikopopulation eben wirklich die Mortalität senken können. Und ich finde die Resultate schon sehr eindrücklich, wenn man schaut, wie viel weniger fortgeschrittene Stadien, wie viel mehr frühe Stadien wir finden. Und wenn man die Prognose anschaut, dann ist die halt nach wie vor sehr schlecht und darum wird sich diese, oder das haben wir schon gesehen, überträgt sich dieser Shift im Stadium hin zu frühen Stadien dann eben wirklich auch auf die Lungenkrebs-assoziierte Mortalität. Und momentan sind die Diskussionen auf politischer Ebene am Laufen. Es gibt eine Kommission, die vom Bundesamt für Gesundheit einberufen wurde, um jetzt eben ein solches Screening-Programm in der Schweiz zu diskutieren. Genau. Ja, du hast angesprochen, diese CTs, ob wir sie als Screening machen oder zum Beispiel für Lungenembolie-Suche. Jede CT-Untersuchung der Lunge ergibt durchschnittlich einen Zufallsbefund dazu. Also das geht nicht nur beim Screening so. Das ist, wie gesagt, bei der Lungenembolie ähnlich. Nun, Publikumsfrage. Soll ich ab sofort Patienten entsprechend der gezeigten Studie aus den Benelux-Staaten zum CT-Screening schicken? Gibt es Probleme bei der Kostenübernahme? Also hier quasi der konkrete Teil. Ja, also momentan kann man das eben als Screening noch nicht empfehlen, weil es für die Schweiz keine generelle Screening-Empfehlung gibt. Aber ich glaube, es ist durchaus etwas, was man... Aber wichtig ist, basierend auf diesen Einflusskriterien der Studie, die ich gezeigt habe, also jetzt nicht einfach jeden Patienten zum Screening schicken, sondern eben das sind die Raucher, dieses Alterssegment. Momentan gibt es keine Kostenübernahme, wenn man einen Patienten nur aus Gründen des Screenings schickt. Also hier braucht es halt wirklich dann ein national etabliertes Screening-Programm. Aber ich denke durchaus, oder, dass man individuell mit den Patienten das besprechen sollte. Und man muss natürlich momentan die Patientinnen darauf hinweisen, dass es keine Kostenübernahme gibt, nur aus Gründen des Screenings. Wichtig ist, nochmals anzuknüpfen, was ich vorhin gesagt habe, Patientinnen müssen natürlich auch wissen, was es bedeutet, wenn ein solcher Befund dann im CT ist, dass das weitere auch je nachdem invasive Abklärungen nach sich zieht. Also momentan noch etwas zu früh, um diese Empfehlung generell auszusprechen. Okay. Aber das wird sich, denke ich,
ändern. Wird sich ändern. Ja, die künstliche Intelligenz könnte helfen beim Tumorscreening. Es gibt aber auch andere Dinge. Man könnte zirkulierende Tumorzellen im Blut suchen. Oder? Pro Milliarde Blutzellen hat man vielleicht 1 bis 10 solcher Zellen. Man könnte DNA-Methylierungspanels machen, alles ein bisschen früh vielleicht. Aber wo siehst du die Zukunft dieses Screenings, mal abgesehen vom CT? Ich denke, in die nahe Zukunft wird das Screening weiter oder wird CT-basiert sein. Ich glaube, was sich ändern wird und darauf, denke ich, referenziert sich die Frage auch, ist, wie können wir die Algorithmen verbessern, um CT-Befunde noch besser zwischen potenziell maligne und benigne abgrenzen zu können. Ich denke hier tatsächlich, dass AI-Algorithmen, also artifizielle Intelligenz, hier helfen kann. Ich meine, wir sehen das in anderen Gebieten, Melanom-Screening beispielsweise, wo das sich ja schon am Etablieren ist, ich glaube. Und noch weiter in die Zukunft, blutbasierte Tests. Bisher gibt es keine wirklich guten blutbasierten Tests, also zirkulierende Tumorzellen spielen sicherlich keine Rolle, weil nur die wenigsten Patienten selbst mit metastasiertem Bronchialkarzinom tatsächlich zirkulierende Tumorzellen haben. Möglicherweise freie DNA-Fragmente im Blut mit hochsensitiven Tests, das ist aber eher noch weiter weg in der Zukunft. Aber ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es hier zukünftig dann auch einfachere Methoden und noch zuverlässigere Methoden gibt als das CT-basierte Screening. Jawohl, ja, Biomarker, du hast nichts zu Biomarker gesagt, weil es die nicht gibt. Oder es gibt ja sehr viel Genetisches da und man wird immer mehr bei der Immuntherapie auf genetische Subtypen eingehen, aber Biomarker Stellenwert beim Bronchialkarzinom? Also ich glaube, das Bronchialkarzinom ist eigentlich einer der Vorreiter für die Rolle der Biomarker in der Onkologie. Ich habe versucht zu zeigen, dass wir eben heute nicht nur histologisch basiert die Diagnose- und Diagnosestellen und Therapieentscheidungen treffen, sondern eben sehr stark auf diesem genomischen Profil auch aufbauen. Also heute jeder Patient mit einem metastasierten Adenokarzinom bekommt eine Gensequenzierung, weil wir heute bestimmte Gene kennen, wo wir zielgerichtet behandeln können. Auch Biomarker hinsichtlich der Immuntherapie, da sind wir selbst ja in verschiedenen Forschungsprojekten auch dabei, das eben noch besser zu verstehen. Das Beispiel, das ich gezeigt habe, eine Therapie ohne Chemotherapie, alleine Immuntherapie, das ist für Patienten mit einer hohen PD-L1-Expression, also einer hohen Expression eines immuninhibitorischen Markers. Also ich denke, hier haben wir viel gelernt über die letzten 10, 15 Jahre und eine Biomarkeranalyse, also molekulare Biomarker, ist heute eigentlich Standard beim metastasierten, nicht kleinzelligen Bronchialkarzinom. Okay, meine Frage hat noch ein bisschen auch auf die Blutbiomarker hingezielt. Ja, ja. Auch da haben wir in den letzten Jahren viele Fortschritte gesehen. Wir können heute das zumindest das Monitoring der Therapie bereits einsetzen, dass wir also im Verlauf der Erkrankung unter einer Therapie bestimmte Mutationen, die wir am Anfang im Tumor gefunden haben, dann im Blut nachweisen, respektive den Abfall dieser DNA-Fragmente nachweisen und das als Monitoring für die Therapie nutzen können. Auch hier, denke ich, wird sich einiges weiterentwickeln, weil es heute einfach viel, viel sensitivere Methoden gibt, um selbst ganz kleine Mengen zellfreier Tumor-DNA aus dem Blut nachweisen zu können. Wir haben jetzt gerade ein Projekt gestartet, wo wir das erstmals nutzen, nicht nur als Monitoring einer Therapie, sondern abhängig vom Abfall der zirkulierenden DNA dann auch Therapieentscheidungen treffen möchten. Also das ist, glaube ich, wirklich ein Schritt in die Zukunft. Das ist neu. Wunderbar. Ja, der Stellenwert des normalen Röntgens, das gibt ja Untersuchungen, die sind schon 50 Jahre alt auf dem Gebiet. Ja. Gibt es überhaupt noch einen Stellenwert? Nein, also diesen Stellenwert, muss man sagen, gab es nie. Bin ich auch sehr froh um die Frage. Es gab ältere Studien, die genau das untersucht haben. Kann ich mit einem konventionellen Röntgenbild ein Screening machen? Und das wurde nie belegt, dass das die Lungenkrebsmortalität senkt, sodass dass es diesen Stellenwert für das konventionelle Röntgenbild nicht gibt.
Vielleicht kann ich dich etwas fragen zur Therapie dieser Tumoren im Alter. Wir betreuen ja auf der Station jetzt gerade zusammen einen Patienten. Er ist 90-jährig, er hat ein Adenokarzinom der Lunge und er steht unter einem Tyrosinkinase-Inhibitor mit einem weit fortgeschrittenen Tumor mit Metastasen. Und ich bin sehr beeindruckt, wie auch diese Patienten von diesen Therapien profitieren, indem das Tumor regredient ist und die Patienten eigentlich stabil sind. Vor einigen Jahren hätte man sich so etwas nie vorstellen können. Ich meine, wie geht man jetzt vor, eben ältere Menschen, Frailty, man kann ja sehr viel machen. Spielt das überhaupt eine Rolle, ob jemand frail ist oder nicht? Wie gehst du da vor? Das ist eine ganz zentrale Frage, bin ich sehr dankbar auch um die Frage. Das Bronchialkarzinom ist einer der Tumore, der eben ja häufiger mit dem Alter auch häufiger wird. Und wir sehen die Entwicklung, dass wir immer mehr ältere Patientinnen und Patienten haben. Es ist, denke ich, wirklich sehr zentral, dass wir mit etablierten Messinstrumenten eben diese Frailty auch analysieren. Wir machen das bei all unseren Patientinnen und Patienten, die über 70 sind, dass wir so ein ganz einfaches geriatrisches Screening machen, so G8. Das ist ein eigentlich gut, auch in der Onkologie gut etabliertes Tool, wo man da fließen Dinge ein, wie beispielsweise Anzahl Medikamente, die die Patienten nehmen, wie gut sie im Alltag funktionieren. Und das ist ganz entscheidend, dann, um auch eben Therapieentscheide treffen zu können. Natürlich mit den neuen Therapien, diese zielgerichteten Medikamente, die deutlich weniger belastend sind für Patientinnen und Patienten, können wir auch eben ältere Patienten, die frail sind, behandeln, wie den von dir jetzt angesprochenen Patienten, der jetzt ja erfreulicherweise ein Jahr lang unter dieser Therapie ein sehr gutes Ansprechen hat und eigentlich eine gute Lebensqualität. Ja, die Immuntherapie, die Sensation der letzten Jahre, erwartest du das Tempo der Fortschritte weiter auf diesem Gebiet? Ja, ich denke schon. Ich glaube, das war der Anfang jetzt mit diesen ersten Immun-Checkpoint-Inhibitoren. Ich habe ein bisschen gezeigt, wohin der Weg gehen wird. Das kommt jetzt aus der palliativen Situation in die kurative Situation, um eben die Prognose bei den kurativen Stadien noch zu verbessern. Wir haben jetzt gerade vor 2 Wochen am amerikanischen Kongress das erste Mal eine Studie im adjuvanten Setting gesehen für die Immun-Checkpoint-Inhibitoren, die sehr vielversprechend aussieht. Und dann der ganze Schritt hin zu weiteren Immun-Checkpoint-Inhibitoren. Momentan sind es Inhibitoren von PD-1, PD-L1 und da steht eine ganze eine große Menge an neuen Checkpoint-Inhibitoren, die wir auch aktuell in Studien, die wir hier bei uns am Zentrum haben, untersuchen. Also da wird die Entwicklung weitergehen. Okay. Ja, ich glaube, wir könnten sogar noch die letzte Frage vom Publikum nehmen. Die ist auch ziemlich aktuell. Gibt es Daten zur Assoziation von E-Zigaretten und dem Bronchialkarzinom? Ja, auch das gibt es ganz klar. Also das muss man mit aller Deutlichkeit sagen, dass diese E-Zigaretten auch das Risiko für das Bronchialkarzinom erhöhen. Es gab jetzt gerade, ich glaube, diese oder letzte Woche eine ganz interessante Publikation, die das auch nochmals so bestätigt hat, also auch die E-Zigaretten zu einem erhöhten Risiko für Bronchialkarzinome führen. Ja. Vielen Dank.